Fernsehen heute Abend, live in den Babitz, 22.15 Uhr. Ein herzliches Willkommen Ihnen zu Hause. Für die einen war es ein ganz normaler Staatsbesuch, für die anderen eine Drohgebärde gegen Europa. Politiker in Brüssel und Berlin meinten jedenfalls, den griechischen Ministerpräsidenten Tsipras warnen und rügen zu müssen. Er solle die Einigkeit der EU gegenüber Moskau nicht aufs Spiel setzen. Die Sanktionen des Westens hatte Tsipras sinnlos und schädlich genannt. Warum soll er sie dann in Zukunft mittragen? Könnte Wladimir Putin versuchen, mit Hilfe der Griechen die Europäer zu spalten? In den USA und den Ländern Osteuropas dagegen finden viele die Sanktionen nicht sinnlos, sondern zahnlos. Dort will man durch mehr Waffen und Soldaten endlich mehr Sicherheit vor Russland. Eine neue Abschreckung. Wie lange kann die EU unter diesem Druck von innen wie von außen noch eine gemeinsame Linie halten? Steht Europa vor einer Spaltung? Und wer hätte ein Interesse daran? Das fragen wir uns und diese Gäste. Ben Hodges, der Befehlshaber der US-Truppen in Europa, sagt, Putin will die NATO und Europa spalten, aber die Allianz ist stark. Anna Rose, die russische Journalistin, entgegnet, es ist dumm, Russland zu isolieren. Der Westen hat kein Konzept. Norbert Röttgen, der CDU-Politiker, stellt fest, Griechenland hat die Sanktionen gegen Russland in Frage gestellt. Es geht nicht, dass ein EU-Partner uns schwächt. Alexis Passatakis, der Attac-Aktivist, erwidert, Griechenland hat im Moment keine Perspektive. Und die USA spalten Europa viel mehr als Russland. Und Tim Guldimann, der Schweizer Botschafter, war OSZE-Sondergesandter für die Ukraine. Er sagt, wer sich mit Russland verständigen will, braucht Ausdauer und Respekt. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und ein Willkommen nochmal in der Runde. Und für Sie der Hinweis, für jeden, der uns über das Tablet oder das Smartphone verfolgt, noch mehr Informationen. Und das, was im Netz live diskutiert wird, können Sie natürlich verfolgen auf unserem neuen Angebot in der ZDF-App. Und dann geht es auch schon los. Eine Eiszeit gibt es zwischen Putin und Europa. Und gibt es nun einen wirklichen Frühling zwischen Griechenland und Moskau? Das fragten sich viele. Das saß. Bei uns ist der Chef des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen. Das war nun ein ganz normaler Staatsbesuch in Ihren Augen, Herr Röttgen, oder waren das Liebesgrüße aus Moskau? Also einerseits bin ich der Auffassung, sollte man das auch alles nicht überdramatisieren. Ein europäischer Regierungschef bestattet dem russischen Präsidenten einen Besuch ab, auch dem Ministerpräsidenten. Und man muss auch nicht immer so ein Riesenbohai über jeden Winkelzug und taktischen Zug von Herrn Tsipras und von Herrn Varoufakis machen. Auf der einen Seite, also auch, glaube ich, können wir auch gelassen sein. Auf der anderen Seite fand ich sein Verhalten in der Tat, so wie Frau Harms von den Grünen, die Fraktionschefin im Europaparlament, gesagt hat, uneuropäisch. Die Europäer haben einstimmig und gemeinsam die Sanktionen beschlossen gegenüber Moskau und dann in Moskau sich von der eigenen Beschlussfassung mit scharfen Worten zu distanzieren, das ist nicht europäisch. Den Westen, also sich selber, Griechenland zählt zur EU, vor einem Wirtschaftskrieg zu warnen, aber kein Wort über den tatsächlich stattfindenden Krieg, der schon 5000 Tote erbracht hat, zu verlieren. Das war nicht sehr ehrenhaft, sogar peinlich. Also ein uneuropäischer Besuch, das tut mir leid, aber überdramatisieren würde ich ihn auch nicht. Sie würden ihn nicht befürchten, Sie bei einer Verlängerung der Sanktionen, dass die Griechen ausscheren könnten im Juni? Ich glaube, dass Griechenland im Kern weiß, dass die Europäische Union ein Projekt von Solidarität ist. Und die Steuerzahler in Deutschland, die europäischen Bürgerinnen und Bürger, haben rund 350 Milliarden Euro, um die Solidarität nur mal in Geld zu messen, in den letzten 5 Jahren aufgebracht. Solidarität ist keine Einbahnstraße, sondern Europa ist Solidarität. Es ist ein Projekt der Solidarität.
Und ich glaube, das muss klar sein. Und darum kann ein Versuch, den ich gar nicht unterstellen will, zu erpressen, Drohpotenzial zu machen, sozusagen, das kann niemals die Geschäftsgrundlage sein. Das hat gar nichts mit Euro zu tun, sondern es hat etwas mit Europa zu tun. Und dieses Projekt, diese Identität Europas, die ist klar und die ist auch nicht verhandelbar. Und ich glaube, das weiß auch jeder. Alexis Passadakis sitzt neben Ihnen, hat schon mal heftig mit dem Kopf geschüttelt. Sie kommen von Attac, Herr Passadakis. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Grünen Politikerin Rebecca Harms sagt, das sei, und nun auch Norbert Röttgen, das sei prorussisch und antieuropäisch? Woher kommt diese Nervosität in Europa, glauben Sie? Ich glaube, dass diese Nervosität daher rührt, dass im Kern diese Regierung, obwohl sie demokratisch gewählt ist in Griechenland, nicht wirklich anerkannt wird von anderen europäischen Regierungen, weil die griechische Regierung mit ihrem Anti-Sparkurs, mit einer Ablehnung dieser bisherigen Katastrophenpolitik, natürlich eine Herausforderung darstellt für diese neoliberale Politik, wie sie in der EU gemacht wird, die eben offensichtlich kein Solidaritätsprojekt ist, denn Griechenland wird stranguliert, die soziale Situation ist katastrophal. Selbst minimalste Gesetze, die eine soziale Verbesserung für die ärmsten Teile der Bevölkerung bringen sollen, werden von der EU-Kommission abgelehnt. Es wird versucht, die zu torpedieren. Also hier versucht eine Regierung, Handlungsspielräume sich zu erschließen. Und Sie ordnen Moskau so ein. Das war der Versuch auf dem großen Schachbrett der Möglichkeiten, die so üppig nicht sind, sich eine weitere Option zu erarbeiten? Richtig, die Möglichkeiten sind sehr gering. Und natürlich versucht die griechische Regierung, ihren Wählerauftrag zu erfüllen, die ökonomische Situation zu verbessern. Es ist nicht so, dass dieser Besuch jetzt große neue Schritte gebracht hätte. Im Gegenteil, die Situation ist weiterhin katastrophal. Die Europäische Zentralbank zieht weiterhin die Daumenschrauben an. Es ist ein Spaltungskurs, der passiert in der Europäischen Union, allerdings vor allen Dingen von der Bundesregierung durchgeführt, durch das Europa ökonomisch gespalten wird, sozial gespalten wird und nicht toleriert wird, dass eine Regierung, die demokratisch gewählt ist, einen anderen Kurs versucht. Darüber werden wir unbedingt diskutieren. Begrüßen an dieser Stelle General Ben Hodges. Sie sind, Herr Hodges, der Oberbefehlshaber der US-Truppen hier in Europa. Würden Sie sagen, dass es in Ihren Augen durchaus eine Gefahr bedeutet, dass das NATO-Mitglied Griechenland mit einer nicht unwichtigen Armee und einer auch nicht unwichtigen Stellung innerhalb der NATO nun mit Moskau flirtet? Well, Margaret, Greece has been a very strong and reliable. Sehen Sie, Griechenland war immer ein starker und zuverlässiger Bündnispartner, jahrzehntelang, Maybrit. Unter jeder Menge Druck aus unterschiedlichen Gründen war Griechenland immer zuverlässig. Ich würde das Ganze nicht so auslegen, was der Regierungschef nun tut, als eine ernsthafte Bedrohung der Solidarität des Bündnisses. Nein. Unser Bündnis, wir haben es in Wales gesehen beim Gipfel im letzten September, ist stärker denn jemals zuvor. In 34 Jahren als Soldat habe ich das nie so stark gesehen. Und auch die Bundeskanzlerin mit ihrer Führungsarbeit in der EU, die Sanktionen zusammenzuhalten, stark zu bleiben. Ich würde dem zustimmen. Nicht überdramatisieren, nichts Signifikantes war heute in den Nachrichten über den Besuch. Ich glaube, das Bündnis ist stark. Und dennoch ist Tsipras in einer Not, Frau Rose, und Wladimir Putin ist in Europa isoliert. Die Frage ist, ist Wladimir Putin eigentlich jeder Gastrecht, um Europa zu spalten oder wenigstens zu ärgern? Das ist kein ungewöhnlicher Gast. Das ist ein Oberhaupt eines Landes, also eigentlich der legitim gewählt worden ist. Und ich würde dann ihn nicht so herabsetzen, sondern sagen, ja, der war noch nicht mit einem Antrittsbesuch in Russland. Es ist vollkommen legitim, dass er auch diesen Besuch abstattet. Wenn er diesen Besuch zu dieser Zeit abstattet, ist sein gutes Recht, das auch zu tun zu dieser Zeit. Und ich denke nicht, dass es eine übermäßig große Ehre für Wladimir Putin ist, dass Herr Tsipras ihm einen Besuch abstattet. Wendet, die Frage geht an den Botschafter der Schweiz, Herrn Guldimann hier in Deutschland. Sie haben zuletzt die OSZE-Mission in der Ukraine geleitet. Bitte? Habe ich nicht. Ich habe nicht die Mission geleitet, ich war lediglich beauftragt vom
Vorsitzender der OSZE im letzten Jahr für die Ukraine. Für die Ukraine? Also Sie waren der Ukraine-Sondergesandte der OSZE. Ja. So kann ich es dann vielleicht in ganz korrektem Deutsch zusammenfassen. Ist das in Ihren Augen tatsächlich jetzt der Zeitpunkt, wo man in Brüssel sagt, wer sich Moskau zuwendet, hat sich automatisch gegen Brüssel gewandt? Ich glaube, das wäre grundfalsch, denn das Thema ist ja, dass man eine Verständigung suchen muss und suchen will mit Russland. Das heißt, man muss mit Russland sprechen. Wenn Griechenland mit Russland spricht, bedeutet das, dass Griechenland ein europäisches Land ist mit gemeinsamen europäischen Werten, aber gleichzeitig mit einer Tradition im Religiösen, auch im Politischen, die Russland näher steht als im Falle von anderen europäischen Staaten. Und dass hier spezielle Kontakte stattfinden, heißt doch noch nicht, dass es eine antieuropäische Aktion wäre. Mhm. Das müsste man vom Resultat her beurteilen. Und das Resultat ist ja nicht so, dass man es als antieuropäisch auslegen kann. Insofern sagen Sie nicht, das ist jetzt eine Neuauflage einer ohnehin schon alten Freundschaft, oder ist es das? Ich glaube, das würde ich nicht so hoch bewerten. Es geht darum, dass jeder für sich, alle die europäischen Regierungen und erst recht auch die Europäische Union den Dialog mit Russland suchen muss im Rahmen der Prinzipien, um die es hier geht. Mhm. Herr Pasadakis, nun wird geplant, darüber nachzudenken, eine russische Pipeline zu unterstützen. Die Griechen sind auch von russischem Gas abhängig. Es gibt auf der anderen Seite in Griechenland, wenigstens bei diesen beiden Regierungsparteien, ein großes Misstrauen gegenüber den USA und auch gegenüber der NATO. Ist in Ihren Augen Griechenland ein verlässlicher Partner? Nun, wenn man in die Geschichte Griechenlands schaut, kommt man nicht darum herum, um die Obristendiktatur von Ende der 60er Jahre bis Anfang der 70er Jahre. Eine Diktatur, die die NATO mit unterstützt hat letztendlich. Und viele der politisch Aktiven in Syriza haben diese Zeit noch sehr genau vor Augen, beziehungsweise waren oft politisch aktiv in dieser Zeit und haben unter dieser Diktatur gelitten. Also von daher ist es so, dass in großen Teilen der griechischen Öffentlichkeit die NATO sehr, sehr kritisch gesehen wird. Was die konkrete Politik angeht, sehe ich bisher kein Abweichen des allgemeinen Kurses, was wünschenswert wäre. Denn ich denke, um friedenspolitisch voranzukommen in der Europäischen Union, ist es ganz wichtig, eine Aussöhnung zu suchen mit Russland und vertrauensbildende Maßnahmen einzuleiten. Und vielleicht ist die griechische Regierung ein Akteur, der das ein bisschen befördern könnte. Von daher denke ich, dass die griechische Regierung hier auf dem richtigen Kurs ist, aber eben auch nicht geschichtsblind, sondern sehr, sehr klar weiß, dass die NATO nicht immer nur für Demokratie, Menschenrechte und so weiter steht, sondern durchaus eben auch ganz im Gegenteil. Die Frage gebe ich gleich weiter. Trotzdem zunächst die nach dem Brückenbauer Griechenlands. Könnte Griechenland in dem Konflikt mit Russland durchaus eine Brücke bauen? Oder sagen Sie, im Grunde genommen besteht die viel größere Gefahr darin, dass Putin, der möglicherweise Europa gerne gespalten sehen möchte, darin einen neuen Partner bekommt? Also ich glaube erstens, dass Putin Griechenland als Brückenbauer nicht sieht. Ich teile da die Einschätzung von Frau Rose. Wenn man die Körpersprache etwa des Besuches interpretiert, dann hat ja sichtbar schon in der Körpersprache Herr Tsipras gebuhlt geradezu um die Sympathie von Herrn Putin. Und Herr Putin war absolut distanziert. Und das Ergebnis des Gespräches ist ja auch nichts. Also die Pipeline ist ja maximal Zukunftsmusik. Ich würde sagen, noch nicht einmal das. Also Herr Tsipras ist mit leeren Händen wieder zurückgekommen, obwohl er sich alle Mühe gegeben hat, sozusagen es Putin recht zu machen. Weil Putins Einschätzung natürlich zutreffend ist, dass Griechenland ein Land der Europäischen Union ist, eines, das auf die Hilfe der anderen angewiesen ist, kein starkes Land im Moment ist. Es soll es wieder werden. Also ich glaube, diese ganze Rhetorik von Frühling und Neustart und alles das, das ist sehr, sehr viel Rhetorik. Substanz war am Ende wenig dort. Und ich glaube auch nicht, dass es um Brückenbauen Einzelner geht, sondern was das Entscheidende ist, um den Konflikt auch zu lösen, ist aus meiner Sicht
die Einheit des Westens, die Einheit der Europäer. Wenn jetzt jeder für sich überlegt, wie könnte ich denn mal eine Sonderrolle üben? Was sind denn meine Interessen? Das haben wir ja. Darum war es ja so eine Leistung, Europa bislang zusammenzuhalten. Wenn das aufgebrochen wird, dann ist Putin ein weites Stück vorangeschritten. Die Einheit des Westens, das ist das strategische Gut, um diesen Konflikt zu lösen. Wie stark ist diese Einheit des Westens? Genau darüber wollen wir reden. Ich würde gerne noch mal einen Facebooker in die Runde werfen, der sich bei uns meldete. Griechenland hat so viel von den europäischen Partnern bekommen und dankt es uns mit Verrat zusammen mit den Russen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, Griechenland fallen zu lassen. Was antworten Sie diesem Mann, Herr Passadakis? Ja, dass er offensichtlich nicht verstanden hat, worum es tatsächlich geht. Denn effektiv ist es ja nicht so, dass Griechenland in den letzten Jahren geholfen wurde. Ganz im Gegenteil. Es wurden Sparprogramme installiert. Faktisch wurde die Demokratie außer Kraft gesetzt durch die Troika, die nicht in der griechischen Verfassung steht, auch in keinem europäischen Gesetzbuch steht die Troika, sondern eine illegitime Konstruktion, die dafür gesorgt hat, dass das Parlament letztendlich keine Rolle mehr spielt, dass ein großer Teil der griechischen Bevölkerung verarmt ist. Also Hilfe sieht anders aus. Es müsste Hilfe geben, es müsste politische Maßnahmen geben, die wieder einen anderen Kurs in Griechenland ermöglichen. Darum ringt die griechische Regierung. Faktisch ist es aber so, dass ein großer Teil der europäischen Politiker Griechenland als Schuldenkolonie behandelt und keine Politik zulässt, die soziale Misere bekämpfen lässt oder einen anderen ökonomischen Kurs einschlagen lässt. Das ist genau das Problem. Und dieser Mensch, der das gerade so kommentiert hat mit Verrat, das sind also Begriffe, die hier überhaupt nicht am Platz sind. Wir sollten Griechenland fallen lassen, weil es uns verraten hat, Herr Röttgen. Nein, es ist völlig klar, und das macht auch jeder deutlich, die anderen Europäer wollen weiter solidarisch sein mit Griechenland. Ich habe eben die Dimension der finanziellen Solidarität benannt, 350 Milliarden. Sie sagen, das ist Strangulierung, das ist schwer zu verstehen. Das ist keine Demokratie. Aber die deutschen Steuerzahler übernehmen von 240 Milliarden öffentlicher Unterstützung 27%. Und die fragen also, ist das jetzt Strangulierung, dann lassen wir es besser sein. Nein, die Deutschen wollen diese Leistung erbringen, weil sie notwendig ist. Denn wozu ist sie notwendig? Ein Land wieder in Ordnung zu bringen. Das haben übrigens nicht die Deutschen oder sonst wer verursacht, sondern die Probleme sind in Griechenland entstanden. Griechenland hat in weiten Teilen, wenn ich es kurz ausdrücke, die Banken gerettet wurden. Nein, das wird die Banken gerettet. Wenn Sie mich kurz ausreden lassen, das wäre auch ganz demokratisch, wenn ich kurz ausreden darf. Die Probleme in Griechenland sind in Griechenland entstanden. Es redet übrigens auch keiner darüber. Da macht keiner große Vorwürfe, dass es einen weithin nicht funktionierenden Staat gibt, dass bei Transparency International Griechenland bei Korruption ganz weit vorne, also in einem unrühmlichen Platz steht, dass der Staat und die Wirtschaft nicht funktionieren, dass Auslandsschulden aufgehäuft wurden und die Wirtschaftskraft erodiert ist. Es gibt kaum eine Industrie. Das ist in Griechenland entstanden. So, und jetzt ist das ein europäisches Problem, weil Europa Solidarität bedeutet. Wir liefern diese Solidarität. Aber im Kern kann es nur funktionieren, wenn Griechenland auch bereit ist, diesen Weg der Anpassung, der Wettbewerbsfähigkeit, der wirtschaftlichen Stärke und auch der Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit des Staates zu leisten. Das kann nicht außerhalb Griechenlands passieren, sondern es muss in Griechenland passieren. Und wenn dieser Kurs der Gesundung von Ihnen diffamiert wird als Strangulierung und Kaputtmachen, dann ist das das Gegenteil von Wahrheit, sondern es ist die Solidarität, die von Ihnen noch diffamiert wird. Und darum sind solche Reaktionen nicht richtig. Aber Sie müssen sehen, wenn wirklich alle sich bemühen, solidarisch zu sein, dafür bezahlen, europäische Politiker das auch rechtfertigen müssen, populistische Parteien entstehen, sagen, wieso finanziert ihr diese Griechen? Wir haben diese Probleme nicht verursacht. Und dann wird das quittiert mit wirklich unsolidarischem Verhalten. Dann macht es die Sache nicht einfacher. Das will ich nur sagen. Und trotzdem sind wir bereit dazu. Einen Satz muss ich darauf erwidern. Wirklich einen? Das ist doch blamabel, dass nach Jahren der Eurozonenkrise noch immer offensichtlich nicht verstanden wird, dass es letztendlich ein Bankenrettungsprogramm war, was da abgelaufen ist. Und die Kredite, die über den griechischen Staatshaushalt flossen, zu über 90% in den Finanzsektor gegangen sind und eben der griechischen Bevölkerung nicht zugute kam. Das haben wir in dieser Sendung schon häufig besprochen. Deshalb noch mal die Frage, weil wir nicht über die Wirtschaftssituation Griechenlands sprechen, sondern uns fragen, ob nun Herr Tsipras ein außenpolitisches Spiel spielt, das von den Europäern
Europäern als Erpressung empfunden wird. Ist denn Griechenland in Ihren Augen, Herr Röttgen, der verlässliche Partner? Am Ende weiß Herr Tsipras, ich glaube, das, was Tsipras macht, ist Taktik. Provokation gehört zum Markenkern einer Protestpartei. Er ist mit völlig unrealistischen Versprechungen gewählt worden, von denen er weiß, dass sie nicht zu halten sind. So ist er an die Macht gekommen. Jetzt hat er ein Problem, nämlich die Wähler sagen, wir wollen, dass du deine Versprechungen erfüllst, deshalb haben wir dich gewählt. Und auf der anderen Seite muss er den Realitäten gerecht werden. Und das ist die wirtschaftliche, staatliche Misere in Griechenland. Das ist sein Problem. Und mit diesem Problem, das zwingt ihn jetzt zum Spagat. Nach außen hin sozusagen provoziert er weiter, weil er daraus innenpolitisch Kapital schlagen kann. Aber am Ende ist der Staatsbankrott die Frage, die in Griechenland offen steht. Griechenland ist nicht solvent, Griechenland braucht die Hilfe. Und der Staatsbankrott Griechenlands wäre eine Megakatastrophe zuallererst für Griechenland. Und darum, glaube ich, geht es jetzt ganz viel um Taktik, ganz viel um Spielereien. Aber die Lage ist ernst. Und ich hoffe nur, dass Griechenland und die griechische Regierung früh genug noch die Kurve bekommt, um zu einem vernünftigen Kurs im Interesse Griechenlands zu kommen. Und darum glaube ich, dass es am Ende gut wird. Aber sie strapazieren uns schon ganz ordentlich. Ganz ordentlich. Der Historiker Ben Hodges, der britische Historiker Timothy Snyder, hat gesagt, dass das politische Ziel Putins die Spaltung Europas ist. In Anbetracht der Eurokrise, in Anbetracht dieses drohenden Grexits, war die Chance, diese Spaltung Europas zu erzwingen, jemals größer? Well, I think the alliance showed at the Wales summit. Das Bündnis hat in Wales im September gezeigt, meine ich, wie einig wir zusammenstehen. So etwas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Alle 28 NATO-Mitglieder haben doch ihre eigenen Prioritäten. Zum Beispiel die illegale Besetzung der Krim durch Russland macht allen Sorgen, auch der islamische Extremismus. Alle 28 haben da vergleichbare Sorgen und haben gesagt, wir müssen beieinander stehen, um sicherzustellen, dass die Allianz reagieren kann, bereit ist, auf dieses neue Sicherheitsumfeld einzugehen. Alle standen zusammen, alle 28. Das ist für mich ein wichtiges Signal der Stärke Europas. Und gehen Sie zur EU. Die USA sind nicht Mitglied, aber ich habe die Kanzlerin gesehen und beobachtet, wie sie die EU zusammengehalten hat, obwohl jedes Land seine Prioritäten hat und jedes Land den Druck verspürt. Deutschland hat dazu beigetragen, die EU zusammenzuhalten. Wenngleich es viel Druck gibt, sehe ich so viel Solidarität wie noch nie zuvor. Und dennoch kann man die Frage stellen, ob es nicht eine neue Glaubensfrage gibt, nämlich die, wie hast du es mit Russland? Denn Griechenland ist durchaus nicht das einzige Land, das aus dieser Allianz vielleicht ausschert. Herr Röttgen, ist es in dieser aktuellen Situation nicht mehr möglich, gleichzeitig ein gutes Verhältnis zu Moskau zu haben und zur Europäischen Union? Wir wollen und müssen und werden mit Putin sprechen. Das ist nicht das Privileg etwa der deutschen Bundeskanzlerin oder des französischen Staatspräsidenten. Aber das Wichtigste, das habe ich eben gesagt, ist die Einheit. Das ist unsere Stärke. Und die Einheit ist in Frage gestellt auf unterschiedliche Weise. Überhaupt keine Frage. Und ist das sicher das Ziel, Putins Europa zu spalten? Denn ein gespaltenes Europa ist ein schwaches Europa. Und da muss man Europa erstmal zusammenhalten. Sie haben Viktor Orban zitiert, den ungarischen Ministerpräsidenten, der von der illiberalen Demokratie spricht. Also sozusagen auch Sympathie für den autoritären Herrschaftsstil in Russland äußert. Und andere, die diese Einheit immer wieder in Frage stellen, provozieren. Und das Wichtigste ist die Einheit des Westens, deren Ziel ist, mit Russland wieder in ein kooperatives Verhältnis zu kommen. Aber wir haben ein Problem. Das ist ein unkooperatives Russland zurzeit, das auch nicht davor zurückschreckt, ein Nachbarland, Teile des Gebietes eines Nachbarlandes, der Ukraine, völkerrechtswidrig zu annektieren und einen akuten Krieg, der findet in der Ostukraine statt, militärisch zu beliefern mit Personal und mit Waffen. Das ist ein akuter Konflikt,
über die Selbstbestimmung in Europa. Und wir haben, glaube ich, eine historische Situation, ob es wieder zu einer Spaltung in Europa kommt. Und die müssen wir vermeiden, weil wir Freiheit, Frieden, Sicherheit in Europa wiederherstellen wollen mit Russland. Und das müssen wir mit einer Stimme sagen. Und dann tun wir an dieser Stelle genau das, was wir tun müssen, nämlich über diesen Konflikt der Ukraine zu reden und über das Verhältnis zu Russland in dieser Auseinandersetzung. Denn wie einig Europa bleiben wird, wird davon abhängen, ob die Ukraine, ob der Ukraine-Konflikt zu lösen ist. Ben Hodges, diese Waffenruhe, Minsk II, ist in Ihren Augen eine Waffenruhe, die hält? Oder gibt es so viele Ausnahmen von dieser Waffenruhe, dass man eigentlich nicht von ihr sprechen kann? Also jeder, den ich kenne und der in einer Uniform steckt, wünscht sich die diplomatische Lösung für den Ukraine-Konflikt. Diplomatische Bemühungen, wirtschaftliche, den Druck, wir wollen, dass all dies die Konstellation herbeiführen möge, die Präsident Hollande und Kanzlerin Merkel sich vorgestellt haben in Minsk. Wir möchten, dass das klappt. Der Schlüssel zum Erfolg ist sicherlich die OSZE. Sie ist eine anerkannte, geachtete Organisation, Teil der Sicherheitsarchitektur in Europa. Dazu gehört auch Russland als Mitglied. Deutschland wird den Vorsitz innehaben im nächsten Jahr. Eine wichtige, sehr geachtete Organisation. Wenn die OSZE ihre Arbeit tun darf, dann werden wir wieder Vertrauen schöpfen in das Abkommen von Minsk und seinen Erfolg. Das würde ich gerne sehen, dass die OSZE das Recht erhält, des freien Zugangs auf beiden Seiten, um ihre Arbeit zu machen. Das würde Vertrauen schaffen. Genau das schauen wir uns an und machen mit dieser Frage weiter. Die OSZE soll also die Einhaltung der Waffenruhe überprüfen. Kann sie das? Ein Kollege des ZDFs war mit seinem Kamerateam unterwegs, um nach Beweisen zu suchen. Herr Goldiemann, jetzt muss der Sonderbeauftragte der OSZE-Mission im letzten Jahr sprechen. Was nutzt eine Kontrolle, was nutzt diese Kontrolle, wenn die Kontrolleure nicht kontrollieren dürfen? Sie wollen eine perfekte Welt, wo alles überwacht ist? Mit der Frage, ja, was nützt es überhaupt, wenn Sie nicht alles bestätigen können und ein Minsker Friedensabkommen nicht vollständig umgesetzt wird? Ich glaube, in der Realität ist es schon ein großer Fortschritt zu sehen, dass dort jetzt gegen 1000 im ganzen Land, im Osten einige hundert militärische und vor allem zivile Beobachter vor Ort sind, um die Umsetzung dieses Waffenstillstandes zu beobachten, zu kontrollieren. Nicht perfekt. Die Alternative wäre, es wäre niemand da und die Ohren und Augen der internationalen Gemeinschaft wären vor Ort nicht. Also ich glaube, da muss man nicht vom Idealismus ausgehen, der perfekten Lösung, sondern einer langsamen Umsetzung eines Waffenstillstandes, der doch zumindest seit Mitte Januar eine Beruhigung gebracht hat, wobei es nicht klar ist, wie es weitergeht. Denn die Waffen wurden aus dem Konfliktgebiet abgezogen, aber man konnte nicht kontrollieren, genau wohin und wie, das heißt auch gleichzeitig, wann sie wieder eingesetzt werden können. Das bleibt eine große Frage. Und wie diese Frage am Ende beantwortet wird, wird auch darüber entscheiden, wie sich Europa, wie sich die NATO gegebenenfalls verhalten muss. Herr Röttgen, würden Sie sagen, Stand heute, dass das Minsk-II-Abkommen aus der Sicht der Bundesregierung ein Erfolg ist? Es hat, glaube ich, eine humanitäre Katastrophe abgewendet. Es war ja die eingeschlossenen ukrainischen Soldaten oder fast eingeschlossenen ukrainischen Soldaten in einem Kessel, mehrere Tausend. Diese drohende Katastrophe ist abgewendet worden. Und so wie Herr Guldiemann sagt, wir haben keine Waffenruhe seither komplett und unbeeinträchtigt. Aber wir haben bis zu einem gewissen Grad ein Einfrieren der Situation. Also wir haben eine Verhinderung von weiterer Eskalation. Auch Waffeneinsatz ist deutlich reduziert. Es hat Tote in der Zwischenzeit gegeben. Aber wahrscheinlich hätte es ohne diese Initiative viel mehr Leid, Zerstörung und Tote gegeben. Das ist am allermeisten humanitär erreicht worden. Politisch ein gewisses Einfrieren. Und ob es weitergeht, ob Russland, ob Putin wirklich bereit ist, internationale Kontrolle zuzulassen,
Daran habe ich meine Zweifel, weil internationale Kontrolle natürlich auch ein Zurückgehen von Machtausübung vor Ort bedeutet. Und ab dazu Separatisten und Putin schon bereit sind, daran habe ich meine Zweifel. Aber es ist zugesagt und das ist auch ein politischer Vorteil. Das, was verabredet worden ist, das kann man auch einklagen. Und dieses Recht und dieses Argument hat man in der Hand, obwohl die Wirklichkeit noch zurückbleibt. Wie sehr darf man trauen, ist die nächste Frage. Frau Rose, erst vor kurzem, der Ball geht zu Ihnen, hat Wladimir Putin eingestanden, dass er persönlich die Annexion der Krim geleitet hat. Er war sehr stolz darauf, hat in einer Dokumentation im russischen Fernsehen deutlich gemacht, dass es seines persönlichen Eingreifens bedurfte, um dafür zu sorgen, dass die Krim wieder zu Russland gehören würde. Warum, glauben Sie, hat er das so lange geleugnet? Hat er die Annexion gesagt? Ja. Wirklich? Ja. Mit dem Wort? Er hat wörtlich gesagt, ich habe mich persönlich um diese Sache gekümmert. Und er sei auch bereit gewesen, die Annexion notfalls mit Atomwaffen zu verteidigen. Das ist eine schlechte Übersetzung. Er hat nie Annexion gesagt. Es wird auch nie als Annexion in Russland wahrgenommen. Es geht da um den Anschluss der Krim. Es gab ein Referendum, wie man weiß. Und wenn man zu jeder Zeit jetzt noch ein Referendum vielleicht durchführen würde, würde man zum selben Ergebnis kommen. Es ist nicht klar, warum der Westen sagt, dass es ein Völkerrechtsbruch ist, weil es auch nicht bewiesen ist, inwiefern das mit der ukrainischen Verfassung vereinbar oder nicht vereinbar ist. Die Krim ist ein autonomes Gebiet und es darf ein Referendum durchführen. Das wird hier leider immer verschwiegen. Es gibt Truppen, russische Truppen auf der Krim, 20 oder 30.000, ja, und die werde ich jetzt auch mich nicht festlegen. Sie waren schon immer da und es gab mehrere militärische Stützpunkte, wo Schiffe standen. Und eine Intervention oder eine Eroberung, wer spricht davon? Intervention ist, dann Herr General wird mir helfen, was es ist, gab es nicht. Es gab natürlich da militärische Kontrollen. Na ja, gut, aber ich will nicht ins Detail jetzt. Ja. Putin hat nur zugegeben, dass da die russischen Truppen da waren. Wir würden gerne ins Detail gehen und ich würde auch gerne noch mal auf meine Frage zurückkommen. Ja. Warum hat Putin, die haben wir nämlich nicht vergessen, warum hat Putin geleugnet, dass es dieses russische Engagement gab in Bezug auf die Krim? Warum hat er das irgendwie abgelehnt? Hat von grünen Männern gesprochen, die er nicht einordnen könne und er nicht kennt. Ich denke, dass er nicht die Situation unnötig anheizen wollte. Es gab tatsächlich eine sehr brenzlige Situation und man wollte nicht, dass daraus ein Krieg entsteht und man wollte nicht, dass da Opfer entstehen. Wenn man offen sagt, dass da natürlich die Truppen, die da schon standen, dass sie dann auch wahrscheinlich dazu gebracht haben, dass der Frieden blieb und dass die ukrainischen Truppen nicht angegriffen haben. Gut, dann zeige ich Ihnen, ich wollte es jetzt nicht zwingend machen, aber ich zeige Ihnen dann noch mal einen kurzen Ausschnitt aus dieser Dokumentation und einen O-Ton von Wladimir Putin und dann stelle ich das? Was wollen Sie jetzt? Stelle ich gleich noch mal eine Frage. Ja. So machen. Noch mal die Krim nach Russland zurückzuholen, sei erzwungen worden am 23. Februar. Wir sind gezwungen, damit zu beginnen. Meine Frage an Sie, Frau Rose, ist, sind solche Geständnisse geeignet, bei den Verhandlungspartnern für Minsk II und hoffentlich folgende Verhandlungen Vertrauen zu erwecken? Ich wiederhole, diese Frage ist rückwärts gerichtet. Wenn wir über die Zukunft reden wollen, bringt sie wenig. Und die Politiker machen das eigentlich nicht, wenn sie über die gute Zukunft reden wollen. Wenn sie von mir eine Antwort bekommen wollen, warum hat Putin das getan? Diese Antwort kann ich Ihnen nicht geben. Und ich finde auch nicht glücklich, dass er das nicht sofort gesagt hat. Er hätte das an seiner Stelle sofort gesagt. Vielleicht hatte er Angst. Also mehr als ich. Ja? Aber ich bin kein Präsident. Das stimmt. Vielleicht ergibt sich ja noch was. Wie sehr, Herr Guldimann, glauben Sie, können wir den Russen trauen? Ich glaube, es ist klar, dass das Referendum auf der Krim eine Verletzung der ukrainischen Verfassung und die Annexion eine Verletzung des Völkerrechts war und auch eine Verletzung des Prinzips der Unverletzbarkeit von Grenzen in Europa. Das ist ein Fakt. Aus westlicher Sicht, Herr Putin will das anders sehen. Die Frage ist, wie man jetzt damit umgeht. Und Sie haben gesagt, nach vorne blicken. Okay. Dann stellt sich die Frage, was möchte Moskau, was möchte Putin? Und dazu fand ich es interessant, dass Sie so stark diesen Besuch von Tsipras in Moskau unterstrichen haben, so quasi, der Putin spaltet Europa.
Umgekehrt kann man sich fragen, das haben Sie gesagt, Körpersprache, vielleicht ist es gar nicht so wichtig gewesen für Putin, dass er das Verhältnis mit Europa über Tsipras lösen möchte, sondern die Frage ist, was will Putin? Und was mir auffällt, ist, dass in der ganzen Diskussion der letzten Woche ein ganz wichtiges Ereignis der Haltung von Russland gar nicht richtig in die Diskussion einbezogen worden ist in Europa, nämlich die Beteiligung an der Lösung des iranischen Atomproblems. Dort hat Russland zusammen mit den vier anderen ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates und Deutschland eine Lösung mitgetragen, die dazu dient, ein zentrales Problem des Mittleren Ostens zu lösen. Jetzt die Frage, warum tut das Russland? Und ich glaube, hier liegt ein Schlüssel auch für die Frage, wie geht man mit Russland in Zukunft um? Offensichtlich ist Herr Putin daran interessiert, in der Weltpolitik eine führende Rolle zu spielen, mitzuspielen, dabei zu sein, obwohl diese Geschichte mit Iran gegen seine wirtschaftlichen Interessen geht. Weil es geht darum, Iran als Gaslieferant für Europa zu öffnen, das ist die Konkurrenz zu Moskau. Und er hat es trotzdem gemacht. Also mit anderen Worten, als Schlussfolgerung daraus, dass Putin vor allem daran interessiert ist, in der Weltpolitik aktiv mitzuspielen und anerkannt zu sein. Das als Voraussetzung dafür, wie kann man mit ihm umgehen. Das ist sehr schwierig, denn er hat die Prinzipien verletzt, hat das Völkerrecht verletzt auf der Krim. Das ist nicht, das muss man immer sagen, aber gleichzeitig die Frage, wie kann man mit ihm umgehen, dass quasi eine Verständigung möglich ist im großen Zusammenhang, wie man weiterkommt mit der Ukraine. Meine Frage war, kann man ihm... Und deshalb diskutierten wir auch über diesen Besuch von Alexis Tsipras in Moskau. Die Frage war, wie sehr kann man ihm trauen? Wenn Sie einverstanden sind, gebe ich die Frage an Ben Hodges weiter. Glauben Sie, dass das Vertrauen und das Bedürfnis der Europäer, eine friedliche Lösung mit Moskau zu finden, zu groß ist? Dass wir zu nett und zu weich mit Moskau umgehen? I think that we need Russia to be part of the international community. Wir brauchen Russland als Teil der Staatengemeinschaft. Natürlich sind wir da auch von Russland abhängig, wenn es um den Fall Iran geht. Herr Botschafter hat das zu Recht gesagt. Sie haben mit dem islamischen Extremismus größere Probleme als Europa, die Russen. Mit ihnen an der Geschichte zu arbeiten, wäre daher auch sehr wichtig. Wenn die OSZE Zugang hat in der Ostukraine, kann wieder Vertrauen entstehen. Wenn das nicht der Fall ist, muss man zweifeln, ob Minsk II voll umgesetzt werden kann. Deswegen ist es so wichtig, dass wir daran arbeiten, Russland zurückzubringen in die Staatengemeinschaft, damit sie Teil einer Lösung dieser schwierigen Probleme werden. Aber gleichzeitig muss das Bündnis natürlich auch weiterhin diese Länder beruhigen. Das haben wir in Wales so vereinbart. Die am dichtesten dran sind an Russland. Das Bündnis wird dort sein, um sie zu schützen. Der Grundsatz, den der Herr Botschafter erwähnte, internationale Grenzen, das kann ich nur unterschreiben. Die Vereinigten Staaten unterstützen die Ukraine, die Allianz auch, aber auf der Grundlage moralischer Prinzipien, nicht unüberlegt, die Anerkennung souveräner Grenzen eines europäischen Staats. Sie haben sich für Europa entschieden, die Ukrainer. Sie zu unterstützen gehört dann dazu. Russland war der Aggressor. Russland hat die Krim besetzt. Und Frau Rose hat ganz recht. Es waren 20.000 Russen bereits da auf der Krim. Im Rahmen von Abkommen zwischen der souveränen Nation Ukraine und Russland. Die durften die Schwarzmeerflotte in Sebastopol behalten. Da gab es keine Provokation. Der Grund, warum Russland dorthin ist, sie hatten doch die Flotte schon dort. Dieser Grundsatz souveräner Grenzen. Darum geht es in Europa. Deswegen bin ich mit Herrn Pataks überhaupt nicht einverstanden, der sagt, die NATO, der sind Menschenrechte und Demokratie egal. Nein, das sind die Existenzgründe. Und dann schauen wir uns an, in welcher Art und Weise die Amerikaner mit diesem Konflikt umgehen. Die Außenminister werden am Montag neuerlich über diesen Konflikt beraten. Auf der anderen Seite hat man das Gefühl, dass sich an der Oberfläche die Amerikaner zurückhalten. Militärisch sind sie durchaus aktiv. Ben Hodges, welche Waffen werden die USA also in die Ukraine liefern? Und wann beginnen sie mit dieser Ausbildungsmission?
The first thing I would say, until I saw the video, I did not realize that I was losing so much hair. Einspieler gesehen habe, wäre ich gar nicht drauf gekommen, dass mir so die lange Haare ist es noch nicht her. Das zuerst feststellen. Gut gehalten, euer Ehren. So, also, the United States is providing no weapons liefern keine Waffen an die Ukraine. Die Politik meines Präsidenten ist dieselbe wie die der deutschen Regierung. Das heißt, wir wollen Unterstützung leisten, Körperschutz, Nachtsichtgeräte, medizinisches Gerät, aber keine Waffen. Und das ist auch nicht das richtige Argument, ob man nun Waffen geben soll oder nicht, und nicht die richtige Diskussion. Man sollte darüber reden, was man sich als Strategie vorstellt, welche Endkonstellation man will. Was will Europa, was wollen die Vereinigten Staaten, wie soll die Lage aussehen? Sehen, unter dem Strich am Ende des Tages. Nicht sollen wir Waffen hinschicken. Was ist annehmbar, dass eine Nation Gewalt einsetzt, um Grenzen zu verändern? In einem europäischen Land ist das in Ordnung? Ich glaube, niemand in Europa wird Ja sagen dazu. Ob man Waffen gibt oder nicht, ist da nicht die relevante Frage auf strategischer Ebene. Es ist so interessant, dass Sie es sagen, weil die Frage ist, warum haben die Europäer und warum haben die Deutschen gerade im Besonderen das Gefühl, dass die Amerikaner diesem Frieden nicht trauen. Auch dafür gibt es nicht nur einen Beleg. Stimmen Sie Senator McCain zu, Herr Hodges? Well, of course, this is our wonderful government in the United States. You have a president. Das ist halt so in den Vereinigten Staaten. Da haben Sie einen Präsidenten, dann haben Sie den Kongress, und es ist normal, dass Sie unterschiedliche Auffassungen haben über die Behandlung einer speziellen Situation. Ich halte es für angemessen, von defensiven Fähigkeiten zu reden, nicht notwendigerweise Waffen. Defensive Fähigkeiten, wenn wir es ernst meinen mit dem Grundsatz der Achtung vor internationalen Grenzen, dann ist es auch angemessen, darüber nachzudenken, wie wir der Ukraine helfen können, sich zu verteidigen. Aber der Streit muss woanders angesiedelt sein, nicht ob sie jetzt MGs bekommen sollen oder Artilleriegeschütze oder Raketen, sondern wie stellen wir uns das Endstadium vor und dann von dort aus gedacht eine Strategie entwickeln, dank derer die Grenzen geachtet werden. Wir könnten ihnen 500 Leopards hinstellen, wunderbare Panzer in der Ukraine, aber damit könnten sie Russland nicht besiegen. Sie hätten ja auch gar nicht die Intention, nach Russland einzumarschieren, aber sie müssen sich schützen können. Sie müssen in der Lage sein, es schwieriger zu machen. Nehmen Sie das letzte Jahr im August. Da stand man unmittelbar davor, die Rebellen zu besiegen. Und dann kam Russland sehr dezidiert rein und hat Hunderte von ukrainischen Soldaten umgebracht. Hat das Wesen dieses Konflikts, der fast gelöst worden wäre durch die ukrainische Regierung, völlig verändert mit seiner Intervention. Kein Zweifel, die sind immer noch da. Und zwar massiv. Nochmal die Frage, sind die Deutschen in Ihren Augen zu weich? Sie brauchen diplomatischen Druck, wirtschaftlichen Druck und Information. Wir müssen hier mit Russland konkurrieren im Informationsraum als westliche Demokratien, uns überlegen, wie wir hier reagieren können bei diesem Sperrfeuer von Fehlinformationen aus Moskau. Das ist ja wie ein Artilleriefeuer. Im Westen müssen wir uns überlegen, wie wir dagegen gegenhalten können. Die deutschen Medien werden meiner Ansicht nach immer skeptischer angesichts dieses Sperrfeuers von Fehlinformationen, das vom russischen Präsidenten kommt, auch vom Außenministerium dort. Die haben keine Beweislast zu erfüllen. Die müssen die Wahrheit nicht erzählen. Die stehen nicht vor dem Bundestag, vor dem US-Kongress, vor Medien, die alles hinterfragen, wie man das hier bei uns tut. Die Führungsarbeit der Bundeskanzlerin, die EU zusammenzuhalten, ist genauso wichtig wie die Allianz, die diplomatische Antwort auf die zum zweiten Mal gestellte Frage. Herr Guldimann, funktioniert plötzlich wieder aus der Sicht der Amerikaner und der NATO dieses alte Prinzip der Abschreckung? Ich glaube, es ist nicht ein militärisches Problem. Weil genau was Sie gesagt haben, Herr General, dass im Frühjahr oder im letzten Jahr war die Situation, dass die ukrainische Armee Fortschritte machte und eine Übermacht dann, unterstützt von den Russen,
die Sache wieder rückgängig gemacht hat. Die Frage ist, was passiert dort und gibt es eine politische Lösung? Und was in dieser Diskussion überhaupt nicht zum Ausdruck gekommen ist, ist die Tatsache, dass der Ostukraine, das ist ein quasi ein Herzstück der europäischen Industrialisierung der Donbass. Und das liegt in Trümmern. Und das sind Millionen von Menschen, die dort in einer wirtschaftlichen Situation leben, die zerstört ist. Und das gibt keine Perspektive. Da fehlt die wirtschaftliche Situation, da fehlt vor allem auch die staatlichen Institutionen. Die sind perspektivlos. Etwa 1 Million Menschen sind geflüchtet. Und das ist eine Belastung, wie immer die Entwicklung geht. Die Belastung ist auch an sich in der Verantwortung von Moskau, weil das sind große Erwartungen an Moskau, die sie nicht erfüllen können. Das sind Erwartungen an Kiew. Und deshalb finde ich die Diskussion über Waffen, Nichtwaffen, die falsche Diskussion, genauso wie Frau Merkel das gesagt hat, sondern eine längerfristige Frage, wie könnte man sich mit Russland verständigen, um die Sache zu stabilisieren. Okay. Ich finde es ganz zentral, auch tatsächlich die ökonomischen Dimensionen dieses Konfliktes deutlich in den Vordergrund zu stellen und nicht nur die diplomatischen. Mhm. Denn es begann ja nicht mit den Auseinandersetzungen um die Krim, sondern die Frage des Assoziierungsabkommens. Das war ja ganz zentral, was diese Konfliktdynamik ausgelöst hat, also das Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union. Und da bestand ja durchaus eine, ich würde sagen, teilweise berechtigte Befürchtung Russlands, dass die Ukraine quasi mit abgeschnitten wird aus der russischen Wirtschaftssphäre, eben dadurch, dass die Europäische Union der Regierung Janukowitsch die Pistole auf die Brust gesetzt hat. Entweder mit uns dieses Assoziierungsabkommen und weitgehende Integration in den europäischen Wirtschaftsraum oder mit Russland. Und dass das natürlich keine Lösungsperspektive ist, dass man einer Regierung die Pistole auf die Brust setzt und eine Entweder-Oder-Entscheidung verlangt, ist doch ein zentrales Problem, um die Ursache des Konfliktes zu verstehen. Weil wir darüber auch schon gesprochen haben. Warum sagen Sie, dass die Amerikaner Europa eigentlich viel mehr spalten, als Russland das tut? Also ATTAC ist ja Teil der Friedensbewegung. Und unsere Analyse ist, dass durchaus von den USA dieser Konflikt weiter angeheizt wird und kein Interesse besteht, den dauerhaft kooperativ zu lösen. Bei den letzten NATO-Treffen gab es ja Vorschläge, weitere Truppen in Bereitschaft zu versetzen, an die Grenze Russlands heranzuführen. Auch auf der Europäischen Union geht es ja darum, möglicherweise eine europäische Armee ins Leben zu rufen, zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich auch gedacht als Drohgebärde gegen Russland. Also ich sehe nicht, dass jenseits des Minsk-II-Abkommens, welches sicherlich ein Fortschritt ist, umfassend für eine friedenspolitische Lösung gearbeitet wird in der Europäischen Union. Da würde die OSZE sicherlich eine große Rolle dabei spielen, vielleicht auch der Europarat. Und insgesamt bräuchte es ein System kollektiver Sicherheit. Das hätte es eigentlich schon Anfang der 90er Jahre geben müssen, unter Einschluss Russlands. All das gibt es bisher nicht. Und ich kann im Moment nicht erkennen, dass insbesondere die USA bereit sind, sich auf so eine Lösung einzulassen. Ganz im Gegenteil, ich habe den Eindruck, dass es durchaus Interessen gibt, diesen Konflikt vielleicht nicht noch heißer werden zu lassen, aber durchaus diesen Konflikt weiterzuführen. Und das ist aus unserer Sicht hochproblematisch und potenziell gefährlich, weil es eben diese Bereitschaft nicht zeigt, dauerhaft zu einer vernünftigen Lösung zu kommen. Wenn Herr Röttgen Senator McCain in Amerika sagt, den Deutschen ist es egal, ob in der Ukraine Menschen abgeschlachtet werden. Was macht das mit der deutschen Regierung, wenn das ein verbündeter großer Partner sagt? Wir reden über Spaltungsgefahren und über Drücke. Ist das nicht ein enormer Druck? Ich habe ihm das auch in München gesagt, was ich jetzt sage, wo er diese Formulierung verwendet hat, dass wir das in der Sache nicht teilen, seine Position. Und dass sein Ton absolut daneben war. Man kann ja unterschiedlicher Auffassung sein, aber sozusagen dieser beleidigende Ton, uns sind die Toten egal, das ist eine Unverschämtheit, die auch nicht geht im Ton. Und das geht auch bei anderen nicht. In der Sache ist die Antwort, amerikanische Waffenlieferungen würden mehr Tote bringen. Es würde nicht das Ende des Konfliktes bedeuten, sondern es wäre die Beschleunigung des Konfliktes, weil es ja auch Putin sozusagen die Erzählung von Putin bestätigen würde. Putin sagt doch, ähnlich wie Sie, da stecken doch die Amerikaner da hinten. Ein etwas komisches Feindbild. Vielleicht darf ich Ihnen gegenüber nur mal feststellen, ohne die Amerikaner hätte es die friedliche Wiedervereinigung Europas und auch Deutschlands nicht gegeben. Das ist das Ergebnis amerikanischen Einsatzes in Europa. Mal ganz nebenbei.
Nun aber zum jetzigen Thema. Das ist Putins Erklärung. Die Amerikaner stecken dahinter. Nicht die Bürger in der Ukraine sind auf die Straße gegangen, sondern die CIA hat das alles organisiert. Und wenn es zu amerikanischen Waffen, wenn Sie nochmal die demokratische Ton pflegen würden, mich ausreden zu lassen. Die Europäische Union hat durchaus einen Anteil an dieser Konfliktführung. Das haben die Europäer auch schon gesagt. Die Russen sagen, das ist ein nicht erklärter Krieg der Amerikaner. Amerikanische Waffenlieferungen würden dieses Narrativ Putin sozusagen komplettieren, sagen, jetzt ist es ein erklärter Krieg und es wurde zu einer Beschleunigung, es würde zu einer Erhöhung der Zahl von Toten führen. Und darum ist es eine nüchterne Analyse. Es löst nicht, sondern es verschlimmert. Und ich teile allerdings ja auch hier die Einschätzung, die gegeben worden ist. Es wird von keiner Seite, auch Putin wird es militärisch nicht entscheiden, sondern es wird in der Wirtschaft entschieden werden. Ich glaube allerdings, Herr Guldimann, nicht im Osten der Ukraine, sondern in der großen restlichen Ukraine. Putin, glaube ich, hat, man weiß es ja nicht, was er denkt, aber meine Einschätzung ist, dass er jetzt auch darauf wartet, dass die Ukraine, und zwar die restliche Ukraine, wirtschaftlich kollabiert. Mhm. Ein Land, das schon in Friedenszeiten extrem schwierig ist, durch und durch korrupt. Es hat seine Industrie im Osten verloren und der Kollaps dieses Landes, Währungsverfall, hohe Verschuldung, Rezession, könnte eine Frage der Zeit sein. Und er hält das Land im Kriegszustand. Ist diese Arbeitsteilung eine mögliche, dass die Amerikaner die Waffen in die Ukraine liefern und dass die Europäer den wirtschaftlichen Aufbau der Ukraine bezahlen? Nein. Ist das eine Arbeitsteilung, die Ihnen vorschwebt? Nein, die funktioniert nicht. Meine wirkliche Überzeugung ist, dass Waffenlieferungen auch übrigens den Westen spalten würden, weil wir darüber keine Einigkeit haben. Das wäre auch unter dem Gesichtspunkt eine falsche Entscheidung. Und sie bedeuten eine Verschärfung, eine Beschleunigung, den Weg hin zu einem richtigen Krieg. Darum ist es falsch. Und es wird entschieden an der Frage, worum geht es überhaupt in Europa? Es wird darüber entschieden, ob die Ukraine das Recht bekommt, in Selbstbestimmung sich zu einer erfolgreichen Demokratie zu entwickeln. Gut, das ist die Kernfrage. Und ich glaube, dass Putin will das nicht zulassen, weil er darin eine Gefährdung seiner Macht sieht, wenn die Ukraine sich entwickelt. Und über diese Frage wird der Konflikt, welche Gestalt Europa annimmt, entschieden. Über den Erfolg der Ukraine. Herr Guldimann, ich habe erst eine und dann können Sie die Frage noch mal stellen. Es sind ja nicht nur die Amerikaner. Wir alle lesen täglich in der Zeitung, dass alle baltischen Staaten aufrüsten, dass sie ihre Reservisten wieder zurückholen, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt wird. Die Polen fühlen sich bedroht und wollen 50 Meter hohe Türme an ihre Grenze bauen. Es gibt eine große Besorgnis der Osteuropäer, Stichwort Spaltung, der Osteuropäer, und es gibt das Bedürfnis, sich zu bewaffnen, also mit Militär eine Selbstverteidigung zu ermöglichen. Sind die hysterisch in Ihren Augen? Die sind sicher nicht hysterisch. Ich meine, die haben ja auch eine kollektive Erinnerung der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Absolut. Macht's verständlich, aber das bedeutet nicht, dass das nicht ein Aspekt ist, der unbedingt in dem Sinne übernommen werden soll, dass man sagt, ja, das ist der einzige Ausweg. Der Ausweg muss doch sein, eine Art Verständigung mit Russland. Und Sie haben vorher gesagt, dass die Angst von Putin darin bestände, dass ein florierende Ukraine. Ich glaube, die Angst besteht viel stärker in der Frage, bis wohin kommt die NATO? Und wie, also zumindest, ich war mit unserem Bundespräsidenten am 7. Mai 3 Stunden bei Putin und mir ist ganz klar geworden, auf seinen Ausführungen, auf seiner Sichtweise, die große Sorge, die er und damit auch Russland hat, das wird noch propagandistisch bedient, okay, ist die, das, was sie empfinden als eine Verschiebung der Grenzen und damit auch eine Bedrohung, wenn die NATO in der Ukraine ist. Ist interessant, weil das eine These ist sozusagen das Heranrücken der NATO. Ich sage, die Länder haben entschieden für sich. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Putin viel, viel mehr als die NATO den Bacillus der Freiheit fürchtet. Das hat er in Dresden erlebt, als die Mauer einbrach. Die Menschen auf die Straße gingen, ihre Angst vor Stasi und der Unterdrückung verloren. Er hat es in der Sowjetunion erneut erlebt. Und dieser Freiheitsbazillus, der jetzt schon wieder in der Ukraine die Menschen die Angst nahm und sie gingen auf die Straße und sie hatten die Gefahr, dass sie erschossen wurden. Es wurden auch viele erschossen, aber sie sind trotzdem auf die Straße gegangen. Für Selbstbestimmung gegen ein korruptes Regime, für Demokratie, Parlamentarismus. Das ist etwas, was Putin als die eigentliche, sozusagen zersetzende Bedrohung dann auch für seine Macht ansieht. Darum geht es ihm nach meiner Ansicht. Und was wird? Also
Es geht ja nicht darum, ob das objektiv so ist. Nein, das ist seine Perzeption. Sondern die Perzeption. Genau. Und die Perzeption hängt doch damit zusammen, aus der Erfahrung, Zerfall Sowjetunion, so Bedrohung Russlands. Nein, Zerfall. Die Zerfall der Sowjetunion. Das aber auch, das haben nicht die Amerikaner gemacht, ich meine, sondern es von innen heraus. Tschetschenien ist für Russland die Bedrohung von sogenannten einem Teil von Russland. Ja. Gerechtfertigt oder nicht, ist eine andere Frage. Die Ukraine, wird auch so gesehen. Genauso. Das heißt, die Angst der eigenen Stabilität wird von außen bedroht. Perzeption. Von innen, Herr Guldimann. Die Frage, gleichzeitig. Die haben Sie vorhin selbst gestellt, Herr Guldimann, und ich stelle sie Ihnen zurück. Was wird jetzt dann aber aus dieser Ostukraine? Wird diese Ostukraine enden wie die Krim? Oder wird es eine Lösung für Sie geben, die nicht militärisch ist? Ich befürchte weder eine Lösung noch einen Ausweg, sondern eine Destabilisierung aufgrund der sozialen und wirtschaftlichen Lage. Okay. Jetzt schon 1 Million Flüchtlinge. Es wird kaum möglich sein unter den heutigen Bedingungen, wenn nicht in der größeren Architektur im Verhältnis zwischen Europa und Russland etwas passiert, die Situation dort wiederherzustellen, dass von Wiederaufbau und von Stabilisierung im Sinne von Wohlstand oder der Lösung der unmittelbaren existenziellen Probleme in der Ostukraine gesprochen werden kann. Hat Frau Rose Putin ein Interesse an dieser Destabilisierung? Verstehen Sie die Angst, die es in Polen gibt, die es in Litauen gibt und in Lettland gibt? Verstehen Sie die Sorge dieser Nachbarn von Russland? Putin hat kein Interesse an eine Destabilisierung. Und ich weiß nicht, woher Röttchen seine Gedanken lesen kann. Wie machen Sie das? Herr Lavrov hat sein Verhalten. Nie, Herr Lavrov hat nie gesagt, dass Außenminister von Russland, ja, ja. Dass es die Strategie bzw. der Wunsch Russlands ist, die Ukraine zu besetzen bzw. zu zersetzen. Herr Lavrov sagt immer genauso wie Herr Guldimann über die bedrohliche humanitäre Lage in der Ostukraine. Herr Lavrov bevorzugt die Lösung mit der OSZE. Am 13. wird wieder ein Normandie-Format hier tagen. Da können Sie vielleicht zuhören, wenn Sie noch nicht auf dem Laufenden sind. Und zu Ihrer Frage zurück. Es ist so, das, was man hier über Russland spricht, welches Bild von Russland man hier malt, also das ist ja ein bedrohliches und unberechenbares Russland, weil was allen nur böse will. Ich habe ja auch hier während der Diskussion gehört, es ist tatsächlich so, wie militärische Aufstellung schauen. Was müssen wir machen, damit wir dieses Land bekämpfen oder betüren, ich weiß nicht. Fragte Sie nach den anderen osteuropäischen Nachbarn. Sie sind jetzt gerade bei den Deutschen. Gleich, ich wollte wissen, ob Sie verstehen. Ich habe Ihre Frage behalten. Gut. Ich komme dazu. Und zwar, ich wollte weiter ausführen, wenn ich darf. Unbedingt. Und zwar, Russland ist hier so missverstanden, wie Herr Röntgen schon gesagt hat und Herr General. Und zwar, es wird immer gesagt, es ist ein bedrohliches, unberechenbares Land. Warum wird das so gesagt? Weil man hier wahrscheinlich damit seine Fehler, Fehler der Politik der Europäischen Union bzw. Deutschlands Fehler verdecken soll, will und somit eigentlich ein Bild darstellen will, wo Russland wie eine Bedrohung empfunden wird, sodass man eigentlich nach seinen Fehlern, zum Beispiel Assoziierungsabkommen etc. im Ukraine-Konflikt nicht fragt und nicht nachfragt. Und das ist ein Problem. Das Problem ist nicht das Problem Russlands, sondern das ist das Problem der Europäischen Union. Was die Frage Lettland, Estland und Polen angeht, kann ich nur sagen, dass, was Herr Schröder schon gesagt hat vorher, und zwar, dass er niemanden kennt, Russland, der ernsthaft plant, Polen oder Lettland bzw. Estland zu besetzen. Dann haben Sie jetzt meine Frage beantwortet. Zwischen Polen und Russland gibt es noch ein Land, und zwar Weißrussland. Und wie stellt man sich vor, dann muss Russland erstmal Weißrussland besetzen und dann Polen. Mhm. Historische Schuld, da kann man auch darauf hinweisen, dass die Polen, wenn man so argumentiert, wohl auch an andere historische Schuld vielleicht erinnert werden könnten, und zwar von der anderen Seite, weil man so argumentiert, wovor und vor wem hat man dann Angst wegen der historischen Schuld. Also vielleicht vor den Deutschen auch. Da kann man auch sagen, Polen, Lettland und Estland hätten auch vor Deutschland vielleicht Angst. Gut.
Es war eine ganz einfache Frage, ob Sie Verständnis für diese Sorge haben. Ich möchte den Amerikaner in der Runde fragen, Herr Hodges, ob Sie diese Sorge. Danke. Ob Sie sich vorstellen können, Herr Hodges, dass es in Europa tatsächlich eine Lösung dieses Konfliktes ohne die Hilfe Amerikas gibt? Nun, die Vereinigten Staaten möchten dabei sein, angesichts der Bedeutung unserer Bündnispartner und des Bündnisses. Aber sie haben doch auch die Führungsrolle Deutschlands anerkannt, der Bundeskanzlerin. Wir haben das gerade im Einspieler gesehen. Die Amerikaner, glaube ich, möchten erleben, dass die Europäer europäische Probleme lösen, wenn es europäische Probleme sind. Wenn aber ein Problem einen Bündnispartner bedroht, dann wird das auch ipso facto ein US-Problem. Die Beziehungen zwischen den Staaten und Europa sind stärker denn je in der Vergangenheit. Auch die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und der EU. 1,3 Billionen Dollar im Jahr, die EU-Investitionen in den USA, 8-mal höher als an jedem anderen Ort der Welt. Was hier passiert, Stabilität, Sicherheit, ist natürlich extrem wichtig für die Vereinigten Staaten. Wir sind hochgradig interessiert daran, wie das hier gelöst wird. Russland, nie vergessen, hat die Krim angegriffen. Russland ist der Aggressor. Russland spricht hier von dem Einsatz von Nuklearwaffen. Kaliningrad-Raketen, die Atomsprengköpfe tragen können, abzuschießen. Nein, Deutschland ist nicht auf die Krim gegangen. England auch nicht, die USA auch nicht. Russland war der Aggressor hier. Die Allianz ist ein defensives Bündnis, gegründet zum Schutz aller. Herr Röttgen, wir haben uns gefragt, wie groß der Druck eigentlich innerhalb Europas ist, wie groß der Druck auch von außen auf Europa ist, wie nah, wie eng diese Nationen also beieinander stehen. Wie sehr befürchten Sie manchmal an einem späten Abend, dass das ein ziemlicher Ritt auf der Rasierklinge ist, die Einheit Europas zu halten? Ja, ich empfinde das so, dass das eine historische Bewährungsprobe von uns Europäern ist. Und ich bin zum Optimismus verpflichtet. Aber wir haben die Probe noch nicht bestanden, über einen längeren Zeitraum die Einheit zu bewahren als Europäer und im Westen. Darauf kommt es an. An der Stelle müssen wir einen Punkt machen. Liebe Zuschauer, ich darf mich bei dieser Runde sehr herzlich bedanken für heute Abend. Für Ihre Fragen steht die nächsten 30 Minuten Tim Guldimann dankenswerterweise noch im Netz zur Verfügung. Ich darf sie sofort und in rasendem Tempo an den Kollegen Markus Lanz weitergeben. Wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder um 22.15 Uhr. Sie merken, ich spreche schon schneller. Es tut Not. Bis zum nächsten Mal. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen.